Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute ein Buch vorstellen, und zwar ist das I'll Never Get Out of This World Alive von Steve Earle. Erschienen ist das im Blessing Verlag, kostet 19,95 € und hat 383 Seiten. Ja, gekauft habe ich das, weil natürlich aufgrund des Covers. Wie ihr sehen könnt, sind da ganz viele kleine Zeichen drauf, die bestimmt auch alle irgendwie irgendwas bedeuten, von denen ich aber leider nicht weiß, was. Dann hinten steht drin, dass Steve Earle ein Singer-Songwriter ist. Ich habe leider noch nie was von ihm gehört. Aber nachdem ich dann gegoogelt habe, habe ich festgestellt, dass Steve Earle dieses Jahr auch ein Album rausgebracht hat mit demselben Titel. Und dieser Titel ist zugleich der Songtitel eines Liedes von Hank Williams, einem Country-Musiker, der auch eine Rolle in diesem Buch spielt. Ich möchte euch das mal kurz anspielen. One, two, three. You looking like a man that's getting kind of mad. I had a lot of luck, but it's all been bad. No matter how struggles try, I'll never get out of this world alive. My fishing. Der Fokus der Geschichte liegt zum größten Teil auf einer Person namens Doc. Doc ist ein Arzt, hat aber vor langer, langer Zeit seine Approbation verloren und ist nun in einer kleinen Stadt und dort auch noch im ärmsten Viertel von Texas gelangt und nimmt dort heimlich Abtreibung vor bei Prostituierten und versorgt die Drogenabhängigen, die halt aufgrund ihrer Sucht oder beziehungsweise ihrer Verbrechen, die sie begangen haben, nicht in ein reguläres Krankenhaus gehen können. Doc ist selber drogenabhängig und so macht er natürlich auch, also ist er bekannt mit dem Drogendealer der Stadt, das ist Money. Und Doc lebt in einer Pension bei zwei Frauen, Marge und Dallas. Und alles würde seinen gewohnten Gang gehen, bis eines Tages Graciela in ihr Leben tritt. Graciela ist eine kleine Mexikanerin, die von einem Typen angeschleppt wird, und Doc soll eine Abtreibung bei ihr vornehmen. Das tut er auch, aber danach ist ihr Typ spurlos verschwunden und Graciela bleibt bei Doc. Und durch sie treten ganz viele Veränderungen auf. Die ist quasi eine gute Seele und hat auch irgendwo heilende Kräfte irgendwie. Und durch sie verändert sich grundlegend das Leben dieser Menschen. Sie kommen zum Teil von den Drogen weg. Doc selbst wird clean und viele Prostituierte, die dort Abtreibung vornehmen, fangen danach ein komplett neues Leben an, krempeln alles nochmal von vorne um. Und ja, es geht halt um diese Geschichte und wie aus einem kleinen drogenabhängigen Viertel eine Gemeinschaft wird, die sogar schon fast wie eine Familie ist. Also ich muss sagen, persönlich hatte ich einen sehr schweren Einstieg mit diesem Buch. Und ich glaube, auch wenn ich nicht rangeblieben wäre, wäre es wohl in meiner Suppe gelandet. Und dann habe ich aber irgendwie gedacht, du kannst die Bibliothek der verlorenen Bücher nicht noch größer machen. Und bin dann doch dran geblieben, weil es war irgendwie alles so diese Drogen- und Junkie-Geschichten, ist irgendwie auch nicht so ganz meine Schiene. Und aber ich muss sagen, es hat sich am Ende wirklich gelohnt, dran zu bleiben. Die letzten 50 Seiten habe ich wirklich nur noch überschlagen, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es ausgeht. Und die Spannung war nachher so gesteigert, dass ich wirklich mitgerissen, dass mich das Buch wirklich mitgerissen hat. Als Fazit würde ich sagen, das ist ein doch recht gutes Buch über Drogen, Abtreibung, Armut, Freundschaft, Zusammenhalt auch vor allen Dingen. Und es geht auch ein bisschen um Geister, denn Doc sieht durch seine Drogensucht Hank Williams als Geist, der vor langer Zeit gestorben ist und der ihn nun als Geist verfolgt. Ja. Und auch Graciela hat irgendwie diese Gabe, aber ansonsten, ja, das ist das so, was das Buch, glaube ich, im Endeffekt beschreibt. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.